Willkommen zurück und hallo zusammen. Danke erstmal an die Abonnenten, den Marcel, die Gina und den Martin, den Meso nicht zu vergessen. Die teilen sich besonders viel in den Kommentaren mit, finde ich sehr gut. Und die Idee zu dem Guide hier kam von Gina, dass ich da mal eins mache. Und dementsprechend werden wir heute einen Kurzguide machen. Also damit werden wir heute beginnen. Wir wollen eine Landefläche bauen. Ihr habt jetzt also eine Fläche und diese Fläche, ja, ihr möchtet dort natürlich auch eine Landefläche haben. So, jetzt will ich aber die Landefläche nicht einfach irgendwo haben oder hier hinten anschließen, sondern ich möchte die hier in der Mitte haben. Das können wir ganz einfach und das sieht dann so aus. Einmal nehmen wir die Bodenplatte weg. Dann gehen wir die Bauteile. Oh, bevorzugt mit den Metallteilen, weil die interessanterweise die einzigen sind, die von der Textur her überall alle Seiten gleich sind. Das heißt, egal wie wir sie bauen, sie sind immer richtig und dementsprechend benutze ich die. So, dann wechseln wir noch schnell die Farbe. Ich habe mich heute mal zu dieser Farbe entschieden und zwar orange-blau und nehmen die kurzen Wände, Moment, kleine Metallwand. Und setzen die zweimal darunter. Dann gehen wir zu der Bodenplatte und setzen die nach ganz unten. Danach können wir dann schon mal die kleinen Metallwände wieder entfernen. Und ein bisschen näher ran, möglichst gerade. Dann wollen wir doch mal schauen. So. Ja, kommt doch auch auf unseren Discord. Halt, hier bin ich falsch. Fragen, Kommentare und so weiter könnt ihr dann dort mich auch direkt fragen oder auch die anderen. Und dann gehen wir auf die Lichtbox, drehen die uns einmal mit dem Kontakt zu uns und dann müssen wir den nur noch gerade stellen. Moment, die Sicht ein bisschen ändern. So, ja, direkt von oben ist immer das Beste. Und an der Textur ausgerichtet tun wir uns das jetzt gerade stellen. Noch einmal so und okay, noch einmal drehen. Ja, das sieht schon besser aus. Halt, nein, das war zu früh. Noch einmal und der Kontakt sollte genau über der Mitte sein und jetzt noch ein kleines bisschen gerader. Ja, das denke ich jetzt gerade. Und da ich jetzt schon auf der Lichtbox bin, nehme ich gleich eine Lichtbox und setze mir die dorthin. Die Bodenplatte entfernen wir, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Und dann gehen wir in das Löschen-Menü, halten die Taste gedrückt, gehen auf das Kabel und suchen uns erstmal das richtige Bauteil aus. In dem Fall nicht hier. So, die Landefläche. So, wie ihr rechts seht, Material, Metallplatten fehlt und Ionenakku fehlt mir. Ich kann die trotzdem bauen. Wenn ihr im Normalmodus oder in anderen Modi seid, dann braucht ihr das Material, um die bauen zu können. Liegt daran, ich bin im Kreativmodus und im Kreativmodus muss ich das Material nicht haben. Das heißt, ich muss mich nicht damit beschäftigen, Material zu besorgen, um bauen zu können. Und dementsprechend ist das Material jetzt hier nicht da. Aber wenn ihr in den anderen Modis baut, müsst ihr das Material vorrätig haben, ansonsten funktioniert es nicht. Denn was wir nicht haben, können wir auch nicht bauen. Ist jetzt in dem Falle vielleicht kein so gutes Beispiel, aber... Na gut, wir wollen jetzt die Landefläche bauen, denn mein Schiff steht da ein bisschen unschön und das will ich jetzt endlich mal gelandet haben. Und dann müssen wir einfach nur die Taste fürs Löschen loslassen, springen in das Menü zurück, wo die Landefläche ist und im richtigen Moment dann die Maustaste oder ja eben halt die Taste auf der Konsole benutzen, die ihr dafür benutzt oder benutzen müsst. Und jetzt fangen wir an, damit wir auch zum Ende kommen. Und da ist unsere Landefläche. Gut, die Lichtbox, die bleibt natürlich drinnen, die können wir nicht entfernen. Es sei denn, Moment, ich glaube nicht, dass ich drankomme. Ich schaue mir das mal an und
Genau. Wie ich gesagt habe, die Leakbox komme ich nicht dran. Die ist hier irgendwo im Landefeld drinne. Und wie ihr seht... Ups. Na. Versuchen wir es mal so. Wie ihr seht, das Ganze ist relativ gut abgedeckt. Und wir können es natürlich auch noch größer bauen, ist ja ganz klar. Jetzt möchte ich aber auch, dass die Landefläche gar nicht zu sehen ist. Gar nicht zu sehen, wie geht das? Ganz einfach. Wir gehen wieder auf die Bodenplatte. Wie wir sehen, wir können sie eigentlich nicht bauen. Das stört uns jetzt aber nicht wirklich. Wir gehen nämlich auf die Metallfassade und dann mit den Pfeiltasten, nicht mit irgendwas anderem wie Joggle oder Mausrad, also nicht so wechseln mit dem Mausrad zum Beispiel, sondern wir nehmen die Pfeiltasten und dann fangen wir an. Okay. Und im richtigen Moment die Pfeiltaste drücken und direkt danach dann die Maustaste. Das sieht dann so aus. Und halt, da. Das machen wir noch einmal. Dann haben wir jetzt nämlich die Mitte. Und wie unglücklich. Gut. Putz die Baukamera aus zur Seite. Und hier ist auch gleich das Terminal. Sehr schön. So. Jetzt möchte ich natürlich den Fehler hier korrigiert haben. Das machen wir so. Das muss nicht immer passieren, dass ich die mittlere nicht wieder rauskriege oder ihr, sondern das passiert ab und zu mal. Ich hoffe diesmal jetzt nicht. Und ja, diesmal hat es geklappt. Okay. Dann haben wir jetzt hier unsere Landefläche. Und jetzt werden wir zwei Dinge ausprobieren. Einmal, dass ich mir meinen Flieger hier herhole. Und zwar hier über das Raumschiff Rufenterminal. Und wie wir sehen, das funktioniert. Unser Raumschiff ist da. Wunderbar. Und es schubst mich auch noch. Ist ja unfassbar. Na gut. So, und jetzt wollen wir das Ganze natürlich auch nochmal so machen, dass wir tatsächlich losfliegen. Ist übrigens eine super schöne Gegend hier. No, starte. Ja. Okay. So. Also wirklich eine wunderschöne Gegend, super Berge, ein tiefes Tal hier, riesig hohe Berge. Allerdings tut das nicht zur Sache. Und seit Prism sieht eigentlich alles viel, viel besser aus. Und jetzt muss ich nur noch mal eine Basis finden. Wo ist sie denn? Ja, wo die sein? Ich finde meine eigene Basis nicht. Komm mal dahin. Ach, da oben ist sie doch. Na, super. Okay, dann wollen wir uns der Sache mal nähern. Denn wir wollen ja auch sehen, dass es funktioniert. Da ist es schon. Da. Jetzt muss es nur noch grün werden. Dann können wir auch landen. Wenn wir denn landen können. Ja. Und da sind wir im Landeanflug. Hervorragend. Ja, ich habe hier vor, mehrere Guides zu machen. Das heißt, das hier ist nicht alles. Das ist unser Anfang, den wir gemacht haben. Das Wichtigste war einer Basis, wir brauchen eine Landefläche, denn unser Schiff muss ja irgendwo geparkt werden. Und dann zeige ich euch demnächst auch noch, wie man so etwas macht, dass es so schön in Regenbogenfarben zu sehen ist. Also ein Terminal des galaktischen Marktes nennt sich das. Wie können wir das bauen und wie geht das in eine Betonwand? Das geht nämlich normal nicht. Hatte ich schon mal gezeigt vor Ewigkeiten, wurde leider kopiert. Hätte mich mal erwähnen sollen, wäre schön gewesen, aber na gut, nicht so schlimm. Was soll's. Okay, gut, also dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.